Einen wunderschönen guten Abend aus dem wunderbaren Wien. Freut mich sehr, dass ich Sie heute hier recht herzlich willkommen heißen darf zur Vorlesung über die vierte industrielle Revolution. Die Vorlesung selbst wird angeboten von der E-Learning Group. Ganz kurz, lassen Sie mich gleich anfänglich Ihnen erklären, was Sie die nächste Stunde über erwarten dürfen. Thematisch ist es klar, wir werden uns über die vierte industrielle Revolution unterhalten. Der Ablauf folgendermaßen. Die ersten 30 Minuten gebe ich ein kurzes Impulsreferat zur vierten industriellen Revolution und möchte diesbezüglich eine gewisse Perspektive darstellen, die zu oft übersehen wird, wenn wir uns mit der vierten industriellen Revolution beschäftigen. Die Frage ist doch folgende. Wenn es hier offensichtlich eine vierte industrielle Revolution gibt, dann muss es doch auch eine erste, eine zweite und eine dritte geben. Und was sind die Verbindlichkeiten zwischen diesen unterschiedlichen Etappen, die sich über die letzten Jahrhunderte da zeigen? Und B, was sind aber auch die fundamentalen Unterschiede und wie können wir aus der Perspektive von Management, aus der Perspektive von Demokratie und aus der Perspektive von Volkswirtschaft eigentlich über diese Phänomene intensiv nachdenken und aus der Vergangenheit hin eine Handlungsanleitung für die Zukunft gewinnen? Aber bevor wir in medias res gehen, vorweg, wer bin ich? Mein Name ist Aaron Sternitzky. Ich bin der Studiengangsleiter sowohl für den MBA-Studiengang Digitale Transformation als auch für den MBA-Studiengang Digital Marketing und Data Management. Meine eigentlichen Forschungsschwerpunkte liegen zum einen auf der Frage der digitalen Transformation und zum anderen auf der Frage der ökologischen Nachhaltigkeit. Ich beschäftige mich viel mit den Fragen des Klimawandels und mit der Frage der Biodiversität. Vor allem interessiert mich eine neue Art von Ausgleich zwischen Ökonomie, Ökologie und Technologie. Also die Frage, wie denn eigentlich so etwas wie die menschlichen ökonomischen Beziehungen im 21. Jahrhundert miteinander gestaltet werden. Aber ganz kurz, weil ich hier im Chat diese Frage hochgekommen ist, können Sie mich gut verstehen, wenn das der Fall ist? Sie haben unten auf Ihrem eigenen Screen ein Piktogramm, das eine Person darstellt und dort haben Sie ein grünes Häkchen. Wenn Sie auf dieses grüne Häkchen drücken, dann können Sie unter anderem beispielsweise ein lachendes Gesicht auswählen. Und so könnte ich herausfinden, ob ich eigentlich gut verständlich bin. Aber soweit ich das im Chat jetzt übersehe, die meisten hören mich sehr gut. Lassen Sie mich auch diesbezüglich sagen, A, wird die Vorlesung aufgezeichnet und ist spätestens übermorgen oder am Ende der Woche für alle in dieser Form abrufbar. Das zum einen. Und zum zweiten, auch der Foliensatz wird dann zur Verfügung gestellt. Und ein zweites. Sie sehen mich momentan in der Großbildschirmansicht bei Ihnen zu Hause am Laptop und Sie sehen entweder links unten oder rechts unten, je nachdem welchen Browser Sie eigentlich nutzen, die Präsentation selbst. Sie können jetzt links unten oder rechts unten auf die Präsentation klicken und damit wechsle ich in die Kleinansicht und die Präsentation geht in die Großansicht und das ist wahrscheinlich einfacher, um heute faktisch der Vorlesung zu folgen. Ein letzter Punkt. Wenn es hier nun Fragen gibt, Anregungen, Kritik oder auch die Idee zu sagen, was der hier erzählt, ist komplett haltlos und bar jeden Sinns. Am besten diesbezüglich, Sie nutzen die Chat-Funktion. Und wie ich bereits feststellen kann, haben das die meisten bereits getan. Der Punkt besteht auch, alle Fragen diesbezüglich einfach da reinposten. Ich kann dann unmittelbar darauf eingehen. So, das wäre es. Also meine Person, die organisatorischen Aspekte und die administrativen Aspekte und die technischen Aspekte. Das alles geklärt, können wir jetzt wirklich in medias res gehen und wenden uns der nächsten halben Stunde lang der industriellen Revolution zu, vor allem der vierten industriellen Revolution. Aber aus der Perspektive eines Historikers und eines Sozialwissenschaftlers interessiert uns vor allem, wie es denn eigentlich zu dieser vierten industriellen Revolution kommt, was sie uns für die Zukunft sagt und was uns die Vergangenheit lehrt über die Zukunft. Wir sprechen heute über eine Perspektive der vierten industriellen Revolution, die über die technologische Komponente hinausgehen wird. Wir werden jetzt ganz kurz darüber nachdenken, zu sagen, was macht eigentlich diese vierte industrielle Revolution mit uns als Gesellschaft? Was macht sie mit uns als Unternehmen und was macht sie mit uns als Individuen? Und wenn wir diesbezüglich nachdenken möchten, dann brauchen wir auch eine Art von Geländer, das uns erlaubt, tatsächliche Ansichten und tatsächliche Einsichten zu gewinnen. Und diese Form des Denkens, die erlaubt uns, wenn wir kurz nach hinten blicken, bevor wir nach vorne blicken. Also, wie bereits angekündigt, die vierte industrielle Revolution bedingt ja, dass es davor noch drei andere gab. Und was waren diese drei anderen? Lassen Sie uns zurückgehen und lassen Sie uns von heute an ungefähr 200 Jahre zurückgehen am Beginn der ersten industriellen Revolution. Die erste industrielle Revolution ist so etwas wie der große Bruchpunkt, mit dem wir als Gesellschaft in die Moderne eintreten.
Und dieser Bruchpunkt findet plötzlich statt, weil wir zuvor weiten Teils von dem Zeitalter, als wir sesshaft wurden als Gesellschaft, das hat ungefähr im Jahr 10.000 vor Christus stattgefunden, in Mesopotamien, weil wir dort entdeckt haben, wie die Prinzipien von Landwirtschaft funktionieren. Und diese Form von Gesellschaft hat faktisch natürlich mit Veränderungen, vor allem politischen Veränderungen, angedauert auf ihren ökonomischen Prinzipien bis hinein in das 19. Jahrhundert. Und dann plötzlich ist man auf eine wunderbare Idee gestoßen und diese Idee sagt, wir können Wasserdampf nutzen, um industrielle Prozesse zu mechanisieren. Also, die große Idee der industriellen Revolution ist nichts anderes als dort, wo früher menschliche Arbeitskraft war, nutzen wir von nun an Technik und Technologie, um menschliche Arbeitskraft zu mechanisieren. Das hat jetzt zwei Vorteile. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir uns als Menschen entlasten und zum zweiten den Vorteil, dass wir damit in der Produktion A schneller, B präziser und C fleißiger werden können. Unter Zuhilfenahme von Technologie wird jeder Input um ein Vielfaches multipliziert. Das bedeutet, sofern Sie Technologie in einen Produktionsprozess hineinbekommen, heben Sie eigentlich das, was an Arbeitskraft geleistet wird. Der Mensch wurde dann A vermögend, B gesünder, als er damit begonnen hat, schlicht und einfach Teile seiner manuellen Arbeitskraft auf eine Maschine zu übertragen. Und diese Idee, die Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert in Großbritannien entdeckt wurde, die war so etwas wie der Initial dafür, was wir heute als die Moderne, als die Neuzeit bezeichnen. Sehen Sie sich Folgendes an, und das ist bezeichnend. Das durchschnittliche Familieneinkommen in Italien im Jahr 1300, also noch vor Beginn der Renaissance, noch vor Beginn der italienischen Stadtstaaten, noch vor Beginn der Reformation, noch vor Beginn der Gegenreformation, noch vor Beginn mehr oder weniger des italienischen Einheitsprozesses, noch vor Beginn des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Ja? Die Idee im 13. Jahrhundert, das durchschnittliche Familieneinkommen betrug kaufkraftbereinigt ungefähr 1300 Dollar. Das Interessante ist, vom 13., also in dem Fall 1300, Anfang 14. Jahrhundert, hinauf multipliziert bis zum Jahr 1840, trotz all dieser politischen Umbrüche, wenn Sie das durchschnittliche Familieneinkommen in Italien nehmen, dann bleibt das faktisch gleich. Und zwar über ein halbes Jahrtausend hinweg. Warum? Nicht, weil die Leute mehr oder weniger gearbeitet hätten, sondern was ihnen faktisch gefehlt hat, war diese Art von technologischen Durchbrüchen, die mit der ersten industriellen Revolution plötzlich in unsere Gesellschaft gekommen ist. Und dann geht es aber wahnsinnig schnell. Sie haben hier zwei unterschiedliche Grafiken. Zum einen sehen Sie, wie die industrielle Revolution ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich heraus über den Ärmelkanal nach Westeuropa wandert, nach Zentraleuropa wandert, dann nach Osteuropa wandert und in das ehemalige russische Zarenreich hineinwandert. Und was Sie hier direkt nachvollziehen können, das sind jeweils 10-Jahre-Schritte. Genau die Äquivalenz spiegelt sich hier im durchschnittlichen Familieneinkommen ab. Das bedeutet, es ist im Endeffekt egal, ob Sie im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, im 18. oder im 19. geboren wurde, im Hinblick auf das Einkommen Ihrer Familie. Was wirklich den Unterschied macht, ist der Beginn des modernen Kapitalismus und der Beginn der modernen Marktwirtschaft. Dann plötzlich werden Produktionsfaktoren in unserer Gesellschaft frei, die wir davor nicht kannten. Folgendes. Der Herr Sümmerl fragt, kann man dies überhaupt als industrielle Revolution bezeichnen? Die Ungerechtigkeit in der Welt nimmt immer mehr zu. Wie können wir so eine Ungerechtigkeit als industrielle Revolution bezeichnen? Wir sprechen hier jetzt nicht über die soziale Ungleichheiten in Form von Einkommensverteilung. Wir kommen dazu noch, geben Sie dem Zeit. Aber ich probiere ein anderes Argument aufzubauen. Es geht hier erstmal um das Verständnis dessen, was wir als technologische und industrielle Revolution begreifen. Und ich denke, das ist auch die Grundlage für alle Diskurse, die wir nachher haben werden über soziale Ungerechtigkeiten. Also geben Sie erstmal dieser Idee Zeit, bevor wir von dieser Idee aus weiterdenken können, in diesem sehr driftigen Argument. Schauen Sie sich Folgendes an. Sie können im durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Großbritannien ziemlich genau nachvollziehen, wann denn so etwas wie die Mechanisierung menschlicher Arbeitskraft stattgefunden hat. Und zwar, hier war der Bruchpunkt. Und genau mit diesem Bruchpunkt hat dann schlicht und einfach auch da stattgefunden, was wir den Beginn der industriellen Revolution nennen. Und von Großbritannien aus wandert das Ganze über den europäischen Kontinent hin in die einzelnen Länder. Und für all diese Länder können Sie genau diesen Bruch nachvollziehen. Das als erste industrielle Revolution. Der Punkt liegt gar nicht so sehr in der Technologie, sondern in den Effekten der Technologie. Wir müssen aus einer Perspektive von Management nicht die Technologie alleine lesen. Wir müssen ihre Effekte verstehen, um sie tatsächlich steuern und interpretieren zu können.
Also, wir bewegen uns von dort weiter in eine sogenannte zweite industrielle Revolution. Was passiert? Im 19. Jahrhundert nutzen wir schlicht und einfach Wasserdampf, um industrielle Prozesse A zu mechanisieren und B zu standardisieren. Das bedeutet, Arbeitsabläufe in einer Fabrik hatten eine ganz andere Form als Arbeitsabläufe bisher in Kleinunternehmen oder in Manufakturen. Und Arbeitsabläufe in der Fabrik haben etwas Zweites. Sie bedingen zum ersten Mal so etwas wie Management. Weil es auch Personen gibt, die diese Form von strukturierter Arbeit in großen Organisationen übersehen müssen. Und wie machen die das? Die machen das in diesem Zusammenhang, dass sie beginnen, die unterschiedlichen Arbeitsprozesse zu parzellieren und für die unterschiedlich parzellierten Arbeitsprozesse einzelne Personen der Verantwortung zu übertragen. Und ein zweites Phänomen, das mit der industriellen Revolution auftritt, sobald sie in diesen Großstrukturen denken, dann verliert auch die Idee, dass der Unternehmer oder die Unternehmerin selber die Management und die Managementfunktion innehaben kann. Das beginnt sich plötzlich aufzudröseln. Also es beginnt sowas wie die Professionalisierung von Management. Bisher, wenn Sie diese Kleinstrukturen dachten, dann war meistens auch der Unternehmer oder die Unternehmerin diejenige oder derjenige, im Regelfall derjenige, gerade bei den Gesellschaftsstrukturen in diesem Zeitalter, der die Leitung dieses Betriebs innehatte. Und das beginnt sich plötzlich zu entkoppeln bzw. zu professionalisieren. Und die zweite industrielle Revolution ist diesbezüglich eine maßgebliche Umwälzung. Warum? Wir fangen in der zweiten industriellen Revolution an, Schritte, die bisher mechanisiert wurden auf Basis des Wasserdampfs, plötzlich zu elektrifizieren. Und wir fangen sie nicht nur an zu elektrifizieren, sondern wir fangen sie jetzt an, in kleinteilige Einheiten zu zerlegen. Was Sie hier sehen, ist ein Foto aus der Ford-Fabrik in Detroit. Und Ford war der Erste, der darüber nachgedacht hat, zu sagen, wir müssen diese Dinge A, massenweise herstellen und B, und das ist der entscheidende Schlüssel bei Ford, wir müssen auch Massenmärkte schaffen. Das bedeutet, an der Form des industriellen Outputs müssen wir auch die Arbeiter und die Arbeiterschaft in der Form beteiligen, dass sie sich die Produkte, die wir produzieren, eigentlich leisten können. Sonst produzieren wir ins Nichts hinein. Das geht aber bei Ford so weit, dass jeder einzelne Schritt so mechanisiert wurde, dass rein die Mechanik als operative Logik wirksam war. Sie werden dieses Auto, das Freud da hergestellt hat, diesen Ford T, nur in schwarz finden. Und warum werden Sie den nur in schwarz finden? Weil schwarz die Farbe war, die am schnellsten getrocknet hat. Es gab keine andere Auswahl. Und jeder dieser Schritte wurde dann hinunterdekliniert und eine gewisse Zeitspanne zugeordnet. Das bedeutet, Sie wussten ziemlich genau, wie lange die Produktion eines gewissen Stück braucht. Das ist die herkömmliche Erzählung der industriellen Revolution, vor allem der zweiten industriellen Revolution, dann mit ihrer Arbeitsteilung, Technisierung und Mechanisierung. Aber schauen wir uns eine zweite Perspektive diesbezüglich an. Was mit der zweiten industriellen Revolution zum ersten Mal greifbar wird, ist das Phänomen dessen, dass die Bedeutung menschlicher Arbeitskraft sukzessive beginnt abzunehmen für Produktionsprozesse. Wenn wir an den größten technologischen Durchbruch des 20. Jahrhunderts denken, dann wird im Regelfall der Computer oder das Mobiltelefon genannt. Wahrscheinlich die größte technologische Neuerung des 20. Jahrhunderts war stattdessen die Waschmaschine oder der Kühlschrank. Wenn Sie einen Zwei-Personen-Haushalt nehmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im Jahr 1900, und Sie nehmen die Tätigkeiten von Wäsche waschen, Essen zubereiten und aufräumen, dann haben Sie in einem Zwei-Personen-Haushalt dafür 60 Stunden die Woche aufwenden müssen. Was wir nun sehen, ist, dass über das ganze 20. Jahrhundert hinweg nun der Aufwand sukzessive fällt, bis sie im Jahr 1970 plötzlich nicht mehr bei 60 Stunden sind für zwei Personen, sondern bei 16 Stunden. Wie ist das möglich? Das ist deshalb möglich, wenn Sie die Grafik oben im Vergleich dazu setzen. Sie sehen, die großen Brüche fangen plötzlich an, als Sie Lebensmittel einkühlen können, als Sie den Staubsauger entwickelt haben, als Sie die Gefriertruhe entwickelt haben, als der Staubsauger kam, als die Waschmaschine kam. Und hinter diesen technologischen Neuerungen passiert so etwas wie die Freisetzung von Arbeitskräftepotenzial, das früher investiert wurde, auf enorm langwierige, enorm langweilige und enorm einfältige Tätigkeiten. Und plötzlich beginnt so etwas stattzufinden wie auch soziale Umbrüche. Diese Tätigkeiten wurden im Regelfall von Frauen ausgeführt. Und als plötzlich die Arbeitskraft dort nicht mehr gebraucht wurde, weil sie automatisiert wurde, fängt sowas an wie ein neues gesellschaftliches, ökologisches und ökonomisches Selbstbewusstsein, das vor allem auch verlangt, A, an Ökonomie und B, an Gesellschaft zu partizipieren. Die Hintergründe
für die großen Umbrüche der 1960er Jahre und der 1970er Jahre, vor allem hinsichtlich der Frauenrechte, finden sie teilweise nicht nur in einer ideellen Revolution begründet, sie finden sie auch diesbezüglich begründet, dass Technologie plötzlich und Technik einen gewissen Faktor in unserem Leben zu spielen begonnen hat und damit eigentlich unsere Arbeitskraft hat freigesetzt, beziehungsweise uns die Möglichkeit gegeben hat, Arbeit besser zu investieren, auf interessantere Tätigkeiten zu verwenden, als bisher der Fall. Also die große zweite industrielle Revolution ist nicht wie oft angenommen, dass der Fortier da rauskommt, hinten. Der große Effekt der zweiten industriellen Revolution besteht darin, dass wir faktisch unsere Haushalte technologisiert und vertechnisiert haben. Und damit findet ein kompletter Umbruch statt darüber, wie wir eigentlich Gesellschaft organisieren, wie wir unsere Geschlechterrollen verhandeln, wie wir Partizipation und Demokratie verhandeln. Das ist der eigentliche Umbruch. Und hier zum ersten Mal haben wir jetzt das Phänomen zu sagen, offensichtlich ist Technologie ja nichts anderes als die Übertragung mechanischer und manueller Arbeitskraft auf ein Ding. Und zwar kann das dieses Ding A besser und B entledigen wir uns damit öder Tätigkeiten, die wir davor haben, selber ausführen müssen. Wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterverfolgen, dann kriegen wir einen interessanten Blick auf die dritte industrielle Revolution. Und die dritte industrielle Revolution, also wir hatten bei der ersten die Mechanisierung durch Wasserdampf, bei der zweiten der Einsatz von Elektrizität und damit die Technisierung unserer Arbeitsabläufe. Und bei der dritten findet jetzt so etwas statt wie die ersten Prozesse von Automatisierung in Form von Robotik und EDV als Einsatz in unseren Produktionsabläufen. Das Interessante daran besteht nun, dass uns zum ersten Mal klar wird, dass Produktivität, und das ist doch die entscheidende volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kennzahl, sich immer mehr davon emanzipieren kann, was an manueller, menschlicher Arbeitskraft in Produktionsabläufe hineingebracht werden kann. Sehen Sie sich folgendes Phänomen an. Wenn Sie die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden in der Eurozone, also in jenen Ländern betrachten, die den Euro als Währung eingeführt haben, dann stellen Sie mit Überraschung fest, dass diejenigen, die stundenweise am wenigsten arbeiten, über das Jahr gerechnet, die Deutschen sind und die Niederländer. Und Sie stellen aber im Umkehrschluss fest, dass diejenigen, die am meisten Arbeitsstunden leisten in ökonomischen Prozesse, faktisch die Griechen sind. Und das ist ja vollkommen konträr zu dem, was wir im Regelfall sonst denken würden. Aber warum ist das möglich? Die Wahrheit liegt in dieser Grafik begründet. Die Frage ist nicht, wie viel Sie arbeiten, sondern wie produktiv die einzelne Arbeitsstunde ist, die Sie leisten. Und wenn Sie hier jetzt Germany nehmen, dann sehen Sie, Deutschland liegt bei einem Faktor 90. Während Griechenland bei einer Faktor 53 liegt. Das bedeutet, unter den Bedingungen von Technisierung von Arbeit muss ein Grieche oder eine Griechin 2 Stunden arbeiten, wofür ein Deutscher 1 Stunde braucht, um denselben Output zu erzielen. Nun, das Interessante für uns ist, wenn wir über Management sprechen, sprechen wir ja im Endeffekt über nichts anderes als essentiell über die Zuteilung von Ressourcen. Und wir entscheiden darüber, welche Ressourcen wir in einem Unternehmen zuteilen. Und im Regelfall wird gedacht, dass es 2 entscheidende Produktionsfaktoren gibt. A, Kapital, also ich investiere Geld in eine Sache, oder B, menschliche Arbeitskraft, Arbeit und Zeit. Nun, was in dieser Logik zu oft verloren geht, ist, was der Ökonom Robert Solow entdeckt hat. Und zwar hat er dafür 1986 den Nobelpreis bekommen und er sagt, es sind nicht nur die Faktoren Kapital und Arbeit, die über Produktionsgewinn entscheiden. Es ist ein dritter Faktor und dieser Faktor nennt sich totale Faktorenproduktivität und er nennt das als den Stand der technologischen Standards in einer Gesellschaft. Das bedeutet, im 19. Jahrhundert konnten sie auf Grundlage des technologischen Standards einer Gesellschaft um ein Vielfaches mehr als Kapital investieren und an Arbeit investieren und sie werden lang nicht bei dem Output ankommen, den wir im 21. Jahrhundert haben. Robert Solow geht davon aus, dass faktisch 80% unseres produktiven Outputs auf Technologie zurückzuführen sind. Also weniger auf menschliche Arbeitskraft und weniger auf das Kapital, das investiert ist. Den Unterschied über die letzten 200 Jahre, den macht im Endeffekt der Fortschrittsprozess in Technologie und das nachvollziehbar. Dabei ist Folgendes interessant. Über alle industriellen Länder hinweg lässt sich in den letzten 120 Jahren das Phänomen feststellen, dass wir zum einen reicher, aber zum zweiten weniger arbeiten. Also,
Ein Umkehrschluss von dem, was wir normalerweise annehmen würden, dass Fleiß zu Reichtum führt. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man es handelt sich hier um ein Paradoxon. Das Interessante, das allgemeine Kennzeichen der Industrieländer ist, dass sie faktisch weniger arbeiten und reicher sind heute als zum Beginn des letzten Jahrhunderts. Und das gilt nicht nur für Geschichte, das gilt auf eine gewisse Art und Weise auch für die Gegenwart. Ich habe Ihnen hier eine Grafik vorbereitet. Sie sehen auf der X-Achse die Arbeitsstunden, die geleistet werden. Und auf der Y-Achse sehen Sie die Arbeitsstunden, die geleistet werden. Und auf der X-Achse sehen Sie das Bruttosozialprodukt pro Kopf. Und was Sie hier sehen, ist, je reicher ein Land ist, also Norwegen, Luxemburg, Dänemark, Schweiz, umso weniger wird in diesem Land gearbeitet. An menschlicher Arbeitskraft. Auf der anderen Achse sehen Sie hingegen, dass je mehr gearbeitet wird, umso wahrscheinlicher handelt es sich um Entwicklungsländer. Aber je mehr menschliche Arbeitskraft es braucht, also je weniger Arbeitsprozesse Sie verstanden haben, als Volkswirtschaft zu automatisieren und zu vertechnisieren, umso mehr Arbeitskraft braucht es, aber umso weniger Einkommen werden Sie faktisch damit erwirtschaften. Also was ist es, was alle reichen Länder von allen armen Ländern, um jetzt das salopp zu formulieren, unterscheidet? Die Menschen in vermögenden Ländern arbeiten weniger als in Entwicklungsländern. Das ist der Gedanke. Und damit leben sie eigentlich in dem Paradox, das sich nur dadurch erklären lässt, durch die volkswirtschaftliche Kennzahl der Produktivität. Es ist nicht wichtig, wie viel sie arbeiten, es ist viel wichtiger, wie schlau sie arbeiten. Es ist nicht wichtig, wie viel Mühe sie investieren, sondern wie sie einen gewissen Output unter Zuhilfenahme technologischer Mittel produzieren können. Das ist der entscheidende Quintessenz für eine Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Denn genau dahin gehen wir jetzt, in den Prozess der vierten industriellen Revolution. Und wir sehen diese Dialektik, die sich durch die letzten zwei Jahrhunderte hinwegzieht. Zum einen Zunahme von Vermögen bei gleichzeitiger Abnahme menschlicher Arbeitskraft. Jetzt haben wir die erste industrielle Revolution eigentlich basierend auf einer sehr trivialen Technik, und zwar der Nutzbarmachung von Wasserdampf. Jetzt haben wir die zweite industrielle Revolution auch auf einer Technik, die uns heute so geläufig ist, wie sie nur überhaupt sein kann, und zwar Elektrizität. Und dann haben wir eine dritte industrielle Revolution, die schlicht und einfach darauf basiert hat, dass wir manches Paperwork automatisieren konnten, beziehungsweise elektronisch archivieren konnten. Und jetzt kommt es zu einem radikalen Sprung, weil wir zum ersten Mal eine Verbindung unterschiedlicher Produktionsmittel miteinander haben, die in dieser Form zwar miteinander verbunden sind, aber jeder für sich mindestens das Äquivalent hat, das ursprünglich mal Wasserdampf hatte, mit all den politischen Verheerungen hinzu. Also, schauen wir uns ein paar an. Big Data. Big Data ist nichts anderes als die Idee, dass wir uns als Gesellschaft ein vollkommenes Gedächtnis schaffen, sodass wir jede Bewegung, jede Idee aufzeichnen und nutzbar machen. Was noch lange nicht die politische Debatte beantwortet, wer denn eigentlich Zugriff auf diese Daten haben soll. Im Moment global versuchen wir drei Datenregime. Wir haben das amerikanische, wo man sagt, Daten gehören den Unternehmen, das erhebt. Wir haben das chinesische, wo man sagt, Daten gehören dem Staat. Und wir haben das europäische Modell, das gegenwärtig den Versuch antritt zu sagen, Daten gehört denjenigen, die sie erzeugt haben. Zweitens, Internet der Dinge. Wir bewegen uns in ein Zeitalter hin, wo die Vernetzung autonomer Dinge und die Selbstorganisation dieser Prozesse aus den Maschinen selbst heraus geschieht. Ja? Sie haben damit eine komplett andere Infrastruktur für A, Produktionsprozesse und B, Konsumprozesse. Sie implementieren so etwas wie eine neue Logik infrastruktureller, eines infrastrukturellen Backbones in Gesellschaft hinein. Sie haben den 3D-Druck, also die Idee von additiven Fertigung, so etwas, was früher groß aufgezogene Produktionsabläufe brauchte, kann heute jeder bei sich daheim individualisiert und ökologisch sich selbst ausdrucken. Sie haben das Phänomen künstliche Intelligenz. Wir haben riesige Datenmengen, auf deren Basis Computer auf Grundlage algorithmischen Lernens eigene Erkenntnisse ziehen, eigene Interpretationen ziehen. Und auf dieser Grundlage macht so etwas wie Big Data überhaupt erst Sinn. Wir produzieren so viel Wissen, dass wir Maschinen brauchen, die uns dieses Wissen überhaupt erst interpretieren bzw. handhabbar machen können. Wir denken in neuen Formen von Mobilität.
Wir denken bei Mobilität nicht nur an eine Produktinnovation, dass sie plötzlich ein anderes Auto herumfahren mit einer anderen Antriebstechnologie, also nicht nur Verbrennung gegen Elektromotor, sondern wir denken hier eine komplett andere Funktionslogik, wie denn eigentlich Mobilität in Zukunft organisiert werden soll. Wir sprechen über Blockchain, also die Idee von Verifizierbarkeit von Daten, die wir von einem Ende zum anderen schicken. Ja? Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu einem Rahmen, das bisher durch Technologie nicht ermöglicht war. Wir denken hier an Robotics mit absolut fallenden Implementierungskosten, die uns erlauben, die Mechanisierung auch in kleinsteilige Produktionsprozesse hineinzubringen. Wir denken hier an Dinge wie Augmented und Virtual Reality, die uns schlicht und einfach erlauben, sowas wie Realität zu duplizieren, anzureichern, zu verändern in der Wahrnehmung der eigenen Sinne. Und wir denken an so etwas wie die DNA-Sequenzierung. Das erste DNA, das damals sequenziert wurde im Jahre 2004, hat gekostet 1,2 Milliarden Dollar. Wir sind jetzt im Jahr 2019 und heute kostet die Sequenzierung eines DNA 450 Dollar. Von 1,2 Milliarden Dollar auf 450 Dollar. Mit dieser Sequenzierung des DNAs haben wir einen vollkommenen Paradigmenwechsel in der Medizin. Also Sie plötzlich nicht mehr an die Behandlung von Krankheiten denken, sondern die Prävention von Krankheiten. Sie denken plötzlich in all diesen Zusammenhängen antizipativ. Das heißt, Sie vollziehen nicht mehr nach, sondern Sie antizipieren, was passiert. Das erlaubt sich auf Basis von Big Data Analytics und prädiktiven Vorhersagen. All diese Dinge haben eine vielfältige Disruption zur Wirkung. Und sie haben nicht nur eine vielfältige Disruption zur Wirkung, sie haben vor allem eine beschleunigte Innovationslogik. Und damit gehen sie nicht nur in ein Zeitalter neuer Technologien, sie gehen in ein Zeitalter neuer Gesellschaft. Sie gehen in ein Zeitalter neuen Selbstbewusstsein menschlicher Existenz. Sie gehen in ein Zeitalter, wo wir die menschlichen Beziehungen, die wir untereinander oder die ökonomischen Beziehungen zwischen den Menschen einfach vollkommen neu denken müssen. Wenn Sie Dinge auf Basis vom Internet der Dinge beispielsweise individuell produzieren können. Und das ist ja das große Ding beim Internet der Dinge und beim 3D-Druck. Es erlaubt etwas, was wir bisher nicht konnten. Denn sie hatten zweierlei Möglichkeiten. Entweder hatten sie eine Einzelhandfertigung, die dann handwerklich gemacht wurde. Oder aber sie hatten ein Produktionsgut, das dann massenweise hergestellt wurde. A oder B. Das Internet der Dinge erlaubt uns nun, auf Basis von industrieller Produktion lauter Einzeldinge herzustellen. Und wenn das erstmal der Fall ist, dann bedienen Sie Kundenwünsche auf einer ganz anderen Ebene, als Sie ein Bedürfnis wirklich einmal abdecken und damit ist es erledigt. Und wenn Sie nun Kundenwünsche antizipativ durch Big Data erheben können oder antizipieren können und dann diesen Kundenwunsch auf Basis von maschineller oder industrieller Fertigung im Rahmen Internet der Dinge oder 3D-Druck einmal bedienen, und damit ist es erledigt. Dann macht so etwas wie ein Produktlebenszyklus überhaupt keinen Sinn mehr. Dann denken Sie in anderen Dimensionen und in anderen Logiken von Betriebswirtschaft. Der Punkt besteht darin, dass wenn wir uns zu sehr auf die Output-Faktoren konzentrieren, wir den eigentlichen Prozess, was strukturell und infrastrukturell mit unserer Gesellschaft gerade passiert, zu oft übersehen. Wir haben jetzt viel darüber nachgedacht, was neben der menschlichen Arbeitskraft und neben dem Output eigentlich die industrielle Revolution ausmacht. Und die Frage ist doch, die industrielle Revolution ist mehr als dass ein paar neue Technologien wirksam werden und dass wir ein bisschen weniger arbeiten. Die industrielle Revolution, und das ist das Entscheidende an den vier Schritten, ist, dass im Regelfall drei Paradigmen von Gesellschaft gleichzeitig verändert werden. Und zwar, für jede industrielle Revolution können Sie nachvollziehen, dass wir andere Methoden des Transports nutzen, wir andere Formen der Energie gewinnen und wir neue Formen der Kommunikation uns erschließen. Lassen Sie uns jetzt zum Abschluss über diese Dimension nachdenken. Also weg jetzt von der Technologie, die uns in die Zukunft führt, weg auch von unserem menschlichen Anteil daran. Lassen Sie uns so, über so etwas nachdenken wie die Infrastruktur, die uns als Gesellschaft auf kommunikative, mobile und energieabhängige Pfade miteinander verbindet. Nehmen Sie die erste industrielle Revolution. Womit setzt das Ganze an? Und zwar wurde in England etwas Wunderbares erfunden. Nicht nur die Dampfmaschine, sondern diese Dampfmaschine musste ja auch befeuert werden. Sie müssen ja Wasser erhitzen, um Dampf zu bekommen. Und was wurde diesbezüglich erkannt? Und zwar der universelle Nutzbarkeit von Kohle. Und mit dieser universellen Nutzbarkeit von Kohle konnten Sie plötzlich viel leichter Energie erzeugen, Dampf erzeugen, als davor unter der Nutzung von Holz. Und jetzt kommt der Geniestreich, den die Briten sich damals gedacht haben. Und zwar haben sie das nicht nur verstanden, diese Technologie in ihre Firmen hineinzubekommen, sondern sie haben es auch verstanden, diese Technologie direkt auf Schiene zu bringen und das Ganze als Antrieb einer neuen Mobilitätsform zu nutzen.
Sie haben eine neue Form von Transportmechanismus, und zwar den Zug. Und jetzt passiert Folgendes mit dem Zug. Nicht nur, dass die Leute plötzlich vom Land in die Städte streben, weil sie dort Arbeit finden als Arbeiter, die sie davor in dem Feld gemacht haben, sondern sie organisieren auch eine Gesellschaft neu, wenn sie erstmal den Zug haben. Wenn sie sich bisher mit der Kutsche durch die Gegend bewegen mussten, dann machte so etwas wie Urbanisierung ja keinen Sinn, weil was gleich weit weg war, war auch gleich mühsam zu erreichen. Aber wenn sie erstmal auf Basis der Infrastruktur eines Zugs miteinander Knotenpunkte verbinden, dann haben sie einen Endpunkt, einen Ausgangspunkt und große Haltestellen. Und rund um diese großen Haltestellen, rund um diese Infrastruktur entsteht dann so etwas wie Stadt. Und zwar Großstadt. Und nicht nur, dass Großstadt entsteht, sondern es geht auch darum, dass Leben so gedacht wird, dass wer näher am Bahnhof wohnt, umso besser lebt. Also sie konzentrieren plötzlich Menschen in Städten. Auf Basis von Infrastruktur. Und jetzt kommt das dritte Phänomen. Die Briten, 19. Jahrhundert, erste industrielle Revolution, tief geprägt von Großbritannien, regieren zu diesem Zeit ein Empire. Und nicht nur, dass sie nun beginnen, dieses Empire miteinander durch Schienen zu verbinden und damit eine neue Form von politischer Organisation begründen, sie schaffen es auch, Informationen über dieses Empire hinweg zu verteilen. Und zwar auf Grundlage der Mechanisierung durch Wasserdampf von der Druckerpresse können sie plötzlich Tagespresse drucken. Das ist viel, viel einfacher als die gestanzten Lettern, die sie davor hatten im klassischen Buchdruck von Gutenberg. Plötzlich mechanisieren sie auch die Druckerpresse. Und sie können jeden Tag neue Informationen über ein Land hinweg schicken. Und damit entsteht zwischen den unterschiedlichen Bürgerinnen eines Landes eine Idee von Verbindung durch politisches Bewusstsein. Also sie haben diese drei Phänomene. Sie haben die Kohle, die den Wasserdampf befördert. Sie haben diesen Wasserdampf und diese Kohle, die sie auf Schiene bringen. Sie bauen eine Infrastruktur auf dieser Schiene, auf die dann Leute in Städte ziehen. Und sie verbinden diese Städte auf einer bewusst politischen Bewusstseinsebene durch die Idee geteilter Informationen im Rahmen der Zeitung. Und damit stehen sie an einem komplett anderen Zeitalter als davor. Erste industrielle Revolution. Ein kompletter Umbruch unseres Denkens, unseres Seins, unserer Art von menschlicher Interaktion. Zweite industrielle Revolution. Was wir entdecken anstatt der Kohle ist in diesem Augenblick das Öl. Und nicht nur, dass wir das Öl entdecken, aber das Öl hat eine gewisse Besonderheit. Es ist in seiner Form zu fördern und es zu verteilen und es zu raffinieren enorm teuer. Sie müssen eine hochkomplexe, hochkostenintensive Infrastruktur bilden. Als Big Oil beginnt, beginnt Big Finance. Der Ursprung der Wall Street in New York ist nichts anderes, als dass europäisches Kapital nach Amerika kommt, um dort Veranlagungsmöglichkeiten zu suchen, die vor allem gefunden wurden in der Ölförderung. Sie brauchen wirklich vermögende, große Vermögen, um so etwas wie eine Ölinfrastruktur aufzubauen. Und sie brauchen Zentralisierung einer Energieinfrastruktur. Aber Kohle löst Öl ab. Und als wir beginnen, Öl als den Hauptmotor unserer Energie zu verstehen, beginnen wir auch, unseren Transport zu verändern. Und zwar gehen wir von der Schiene hin zum Auto. Und als wir dann mit dem Auto durch die Gegend fahren, beginnen wir so etwas wie eine komplett neue Infrastruktur zu bauen. In den Vereinigten Staaten von Amerika, und die zweite industrielle Revolution ist tief geprägt von den Vereinigten Staaten von Amerika, beginnen sie so etwas wie Highways über das ganze Land auszulegen. Und an diese Highways angeschlossen sind normalerweise gewisse Abfahrten und Ausfahrten. Und sie können plötzlich an diesen Ab- und Ausfahrten siedeln, weil sie mit dem Auto auf die Highway auffahren können und ins Stadtzentrum retour. Also war es mit dem Zug noch notwendig, direkt am Bahnhof zu leben, ist es jetzt plötzlich nicht mehr notwendig, sie können in die Suburbs ziehen, weil sie sich mit dem Auto fortbewegen können. Sie haben auch hier eine neue Form von Energie, die zu einer neuen Form von Transport führt, die zu einer neuen Form von Art von Vergesellschaftung führt, zu einer neuen Art von Siedlungsstruktur führt, zu einer neuen Art von Wohnen und Leben führt. Das alleine aber noch nicht genug. Das Internet, um es so zu bezeichnen, ist ein wirklich großes Ding und ich liebe es und es bringt mich manchmal zur Verzweiflung. Aber was ein wirklicher Durchbruch war in den Kommunikationstechnologien, war die Erfindung des Telefons. Zum ersten Mal in der Geschichte der menschlichen Zivilisation war es möglich, dass sie simultan Informationen mit einer Person austauschen, die in einem Raum nicht anwesend sein muss, über weite Distanzen hinweg. Und so passiert nun etwas vollkommen Neues. Wir schaffen so etwas wie neue Vorstellungen davon, was eigentlich eine machbare Distanz ist.
Wenn Sie erstmal ein Auto nutzen und keinen Zug mehr, keine Kutsche mehr, dann haben Sie ganz andere Vorstellungen davon, was eigentlich eine Distanz ist, die Sie jeden Tag machen können. Sie haben auch eine vollkommen andere Vorstellung davon, wenn Sie miteinander telefonieren, was eine Distanz ist im Sinne von dem Aufbau von Freundschaften, dem Aufbau von Kapitalbildungen, dem Aufbau von Unternehmen, dem Aufbau von Organisationen, dem Aufbau von politischen Körperschaften. Sie haben eine ganz andere Vorstellung davon, wie eigentlich Gesellschaft operiert auf Basis einer neuen Infrastruktur. Die dritte. Und insofern ist es ganz interessant zu sagen, die dritte industrielle Revolution ist wahrscheinlich die kleinste von all den vieren. Es gibt selbst Denker wie Jeremy Rifkin, die sagen, die dritte hat eigentlich gar nicht Start gefunden. Die beiden versprechen, dass sich nie realisiert hat. Da ist was dran. Ich nehme sie aber gern mit. Warum? Weil sie uns andere Zusammenhänge zeigt. Als Energie gab es damals dieses Versprechen zu sagen, wir brauchen andere Energieformen. Und zwar eine Energieform auf Basis der Atomkraft. Das war damals das große Versprechen, das angetreten ist, zu sagen, sichere und vor allem billige Energie im Rahmen der Atomkraft. Der Punkt war, nicht nur, dass sich die Sicherheit aufgrund der Sicherheitsrisiken diese Form von Energiegewinnung nicht durchgesetzt hat. Es ist vor allem, dass diese Form von Energiegewinnung nie wirklich handhabbar wurde. Sie haben heute ein folgendes Phänomen, weil Atomkraft immer wieder auch angeführt wird, um den CO2-Ausstoß im Rahmen des Klimawandels zu reduzieren. 3% der globalen Primärenergieträger, also 3% der Energie, die wir global nutzen, kommt faktisch aus Atomkraft. Damit sie überhaupt einen Effekt haben auf den CO2-Wert global, müssen sie mindestens 20% unseres heutigen Energiebedarfs durch Atomenergie decken. Wir haben gegenwärtig um die 360 Atomkraftwerke weltweit in Betrieb, die für 3% sorgen. Damit sie auf die 20% kommen, bei steigender Auslastung, bräuchten sie ungefähr 2600. Das bedeutet, im Regelfall müssten wir in den nächsten 20 Jahren 3 bis 4 Atomkraftwerke jeden Monat in Betrieb nehmen, damit wir überhaupt einen Effekt haben, der nichts anderes ist als Zeitverzögerung. Ein anderes Phänomen. Was Sie sehen im Rahmen der ersten, zweiten und dritten industriellen Revolution. All diese Formen haben hingeführt zu einer gewissen Art von Zentralisierung. Und die Energienetzwerke zeigen uns, wie prekär das ist. Die zeigen uns, warum wir Gesellschaft hierarchisch organisiert haben und wir nun in ein neues Zeitalter hineingehen von lateralen Organisationen. Es ist egal, ob Sie zu Anfang den Kohlegewinn hatten, die Ölgewinnung hatten und von dort wegraffiniert bzw. wegtransportiert oder die Atomenergie. Sie hatten immer ein Zentrum und von diesem Zentrum aus ist die Verteilung geschehen. Wenn Sie jetzt an die neuen regenerativen Energien denken, dann kommen wir plötzlich von diesem zentralistischen Netzwerk hin in kooperative Netzwerke, wo Produzent gleich Konsument ist. Und damit denken Sie nicht mehr von Hierarchien weg und Produzent und Konsument in geteilten Rollenbildern, sondern Sie kommen in ein interaktives und interagierendes Netzwerk hinein, das eine lateral verfasste Gesellschaft manifestiert. Und während also Big Oil noch der Beginn war für Big Finance, weil es einfach so viel Geld gebraucht hat, um diese Infrastruktur zu bauen, kommen Sie heute mit neuen Energieformen in ganz andere Formen hinein, auch von finanzmarktwirtschaftlichem Denken. In dem Sinne war die Atomenergie nie ein großer Durchbruch, sondern sie hat die Struktur des Energiemarkts immer nur verschoben, nie verändert. Das große Transportmittel der Globalisierung, also war das Transportmittel der Urbanisierung der Zug, war das Transportmittel der Suburbanisierung das Auto, war das große Transportmittel der Globalisierung eigentlich eine Invention, eine Erfindung aus dem Kriege. Und in dem Sinne stimmt, was Heraklit mal gesagt hat, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und mit der zivilen Luftfahrt stimmt es wirklich. Ja? Die Idee, dass wir plötzlich Kontinente miteinander verbinden und über diese hinweg Dienstleistungsgesellschaften bauen, Handel treiben, Vermarktung miteinander interagieren, interaktiv aufstellen, das war nur vorstellbar vor dem Hintergrund der Durchsetzung eigentlich der zivilen Luftfahrt. Die dritte Dimension der dritten industriellen Revolution. Im Jahr 1976 wird die erste E-Mail versandt. Und damit haben Sie eine komplett neue Dimension von, wie Sie eigentlich Informationen miteinander teilen können. Das ist jetzt nicht mehr notwendig, einen Telefonhörer zu nehmen, sondern Sie können plötzlich Datensätze und kodierte Informationen von einem Ausgangspunkt zum anderen Ausgangspunkt zu schicken in Realtime. Nun. Diese drei Dimensionen verstanden, zeigt es uns sehr ideal, wohin wir jetzt gehen werden und warum dieser Umbruch so notwendig ist. Wenn wir über Energie nachdenken, dann gehen wir in ein Zeitalter vollkommen neuer Energiesysteme. Und zwar nicht nur in
der Idee von der Verteilung von Energie, sondern auch, was ein Energiemarkt an und für sich ist. Während wir bisher zentralistische Einheiten hatten, die von diesen Einheiten hinaus verteilt haben, kommen wir nun in ein Zeitalter interaktiver Konsumenten und Produzenten, die beide in denselben Personen vereinigt sein werden. Und sie bauen damit eine laterale Gesellschaft. Wenn Sie an die Formen des Transports denken, den größten Fehler, den wir gegenwärtig machen können, ist zu sagen, wenn ich über das E-Auto nachdenke, dann denke ich einfach über den Verbrennungsmotor mit anderem Antrieb nach. Worum es hier geht, ist eine vollkommen andere Funktionslogik dessen, wie Mobilität organisiert ist. Das ist eine Logik auf Basis des Internets der Dinge. Das ist eine Logik auf Basis von, wie wollen wir eigentlich Stadt gestalten. Das ist eine Logik auf Basis der Idee zu sagen, wie wollen wir intermediär, also zwischen den unterschiedlichen Transportmitteln vorgehen. Das ist eine Logik der Frage zu sagen, welche Rolle kommt dem Auto zu, welche kommt dem Zug zu, welche kommen anderen Formen, wie zum Beispiel der Drohne zu. Das bedeutet, wir dürfen diese Formen, diese neuen Durchbrüche nicht mit unseren alten Denkmustern verstehen. Und wir dürfen sie vor allem nicht verengen zu Produktinnovationen. Produktinnovationen sind im Endeffekt Erfindungen, Inventionen. Innovation in ihrem wesentlichen Sinne bedeutet viel mehr als das. Es bedeutet, die Systemlogik ganzer gesellschaftliche Bereiche zu verändern. Und das genau ist die Aufgabenstellung, die wir uns gegenüber sehen. Drittes, Kommunikation. Während wir heute Kommunikation aus guten Gründen als ein zwischenmenschliches Phänomen betrachten, in Form von Massenmedien, in Form von Telefonie, in Form aber auch von E-Mail verschicken, ist heute die Idee von Kommunikation ja etwas, das unser bidirektionales Verhältnis als Mensch-Maschinen-Interaktion viel, viel stärker wird steuern. Wir haben eine komplett neue Infrastruktur im Rahmen des Internets der Dinge und hier ist auch die Frage gestellt worden im Vorfeld, was bedeutet 5G? 5G ist mehr oder weniger die Infrastruktur, die wir brauchen, um die Datennetze zu bauen, die uns erlauben, diese Masse an Daten zu verarbeiten. Und diese Masse an Daten müssen wir deshalb verarbeiten, weil der Mensch nicht mehr dasjenige Ding, dasjenige Wesen ist, das die meisten Informationen produziert, sondern es schlicht und einfach Maschinen sind mittlerweile. Und jetzt kommt eines hinzu. Neben der technologischen Dimension, und es wurde auch hier angedacht und angesprochen, neben der technologischen Dimension gibt es einen Imperativ für diese vierte industrielle Revolution, der über den Menschen hinausgeht. Und das ist das Verhältnis zwischen dem Menschen und seinem Planeten. Wir leben heute in einem Zeitalter des sechsten Massenaussterbens. Das bedeutet, Evolutionsbiologen gehen momentan davon aus, dass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts ungefähr 1 Million Spezies verlieren werden, 1 Million Arten, die heute existieren. Wir haben das im Rahmen der Erdgeschichte 5 Mal davor erlebt. Verzeihung, wir sind gerade im sechsten Zeitalter. Das letzte Mal war das Ganze vor 65 Millionen Jahren, als ein Asteroid auf der Halbinsel Yucatan hat eingeschlagen und infolgedessen die klimatischen Bedingungen so verändert wurde, dass das zum Aussterben der Dinosaurier geführt hat. Das letzte Mal, dass wir es vergleichbar erlebt haben, war vor 150 Millionen Jahren an der Perm-Trias-Grenze. Wir wissen, dass wir denselben Ausmaß an Biodiversität, das wir bereits verloren haben, um das wieder zu gewinnen, werden wir Jahrmillionen brauchen. Der Punkt besteht darin, dass die klimatischen Bedingungen sich gegenwärtig auf diesem Planeten so radikal ändern, weil wir schlicht und einfach so süchtig sind nach diesem CO2 für den Betrieb unserer Infrastruktur und den Betrieb unserer Ökonomien, dass wir einfach auf der Suche sind nach einem neuen Paradigma. In diesem Zusammenhang ist die vierte industrielle Revolution zu verstehen. Sie ist wie immer ein Handwerkzeug, das aus unterschiedlichen Komponenten miteinander verbunden werden muss, das heute nicht dringlicher gebraucht werden könnte, als es eigentlich ist. Und zwar nicht nur, weil wir aus dem Paradigma der dritten industriellen Revolution raus müssen, weil wir die Produktionskapazitäten ausgeschöpft haben, dieser dritten industriellen Revolution. Und die großen Wachstumskrisen, die wir heute sehen, bestehen ja darin, dass wir noch immer in einer Infrastruktur reingeplagt sind, die aus den 70ern, 60ern und 50er Jahren stammt. Wir brauchen also eine neue Infrastruktur, um produktiver zu werden. Wir brauchen eine neue Infrastruktur, um uns selbst größeren Aufgaben zuzuwenden. Und wir brauchen eine neue Infrastruktur, um die ökologische Frage tatsächlich und fundamental anzugehen. Das ist die Idee der vierten industriellen Revolution. Alles andere dann, was dann die technologischen Komponenten betrifft, ist notwendig, ist aber nur in diesem Sinne Mittel zum Zweck. Und dieser Perspektive war der heutige Abend gewidmet. Ich sage an dieser Stelle, bevor ich jetzt auf einige Fragen eingehen werde, die hier gepostet sind, die nächsten 15 Minuten auch, dass es einen weiteren Vortrag dazu geben wird zu Modernität und Zukunft. Und diesbezüglich nicht mehr von der gesellschaftlichen Ebene weggedacht, sondern verstehen Sie das hier als Überbau und die Implementierung im Rahmen von
Natürlich wird das zu ganz anderen Formen der Kooperation in Unternehmen führen oder zwischen Unternehmen im Rahmen von Netzwerkarchitekturen, im Rahmen von agil stabilen Organisationen. Und genau diese Dimension des Denkens, des Managements, des Verantwortlichseins, genau diese Dimension werden wir in einer nächsten Online-Vorlesung behandeln, wo ich dann meinen wunderbaren Kollegen Richard Pieke hier haben werde, der diesbezüglich ein ausgesuchter Spezialist ist. Die wird voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres stattfinden. Also erstmal danke, ich werde mich jetzt den Fragen zu widmen. Also, beginnen wir unten. Ja, ich führe die Frage von Herrn Detlef und von Frau Mary zusammen. Worüber wir viel nachdenken, ist eigentlich diese Form von Bildung. Wir brauchen diese Form von Bildung. Es geht hier um die Frage, was ist der Stellenwert von Bildung? Und auf eine gewisse Art und Weise müssen wir darüber nachdenken, was erwarten wir uns als Bürger voneinander? Und wenn wir erstmal verstanden haben, dass eine Republik nichts anderes ist als der Zusammenschluss freier Bürger im Rahmen eines republikanischen Systems, dann geht es doch um die Fragestellung zu sagen, was garantieren wir uns an Grundrechten? Und welche Form von Grundrechten attestieren wir uns? Und einer dieser Grundrechte unter den Bedingungen des Denkens und gar nicht so sehr unter den Bedingungen der Verwertbarkeit, wenn das entsteht, umso besser, aber unter den Bedingungen des Denkens dessen, wer wir sind. Und ich bin darauf zurückgekommen zu sagen, wir brauchen ein neues Verhältnis nicht nur zwischen uns im Rahmen ökonomischer Beziehungen, sondern die entscheidende Frage ist das Verhältnis zwischen uns und diesem Planeten. Und das ist ein Bewusstseinssprung. Sie haben diese Idee in Bildung die letzten 200 Jahre, der Aufbau dieses Bildungssystems hat Folgendes behauptet. Oder aus guten Gründen. Sie als Individuum sind eine souveräne Einzelheit. Und diese souveräne Einzelheit, die Sie als Individuum haben, wird gespiegelt in der Souveränität Ihres Staates. Das bedeutet, ich selbst als souveränes Individuum bin gespiegelt in der Souveränität meines Nationalstaats. Das ist die politische Logik hinter Nationalstaat. Und jetzt kommen wir plötzlich drauf, dass das doch so nicht ist mit der Souveränität, weil wir plötzlich eingepackt sind in so etwas wie einen natürlichen Prozess, den wir Evolution bezeichnen und planetarische Abläufe, die wir gerade gewaltig verändern. Wohin wir gehen, wahrscheinlich, und ich selber komme aus der Politikwissenschaft, also mit der Idee von realistischer Geopolitik, wohin wir gehen werden, ist ein neues Bewusstsein in der Fragestellung zu sagen, wir sind Teil einer Biosphäre. Und dieser Teil einer Biosphäre attestiert den Menschen eine neue Rolle. Und das, diese Form der Bewusstseinsrevolution in diesem Zusammenhang, den werden wir nur durch Bildung erreichen können. Nein, Frau Geißler, ich habe Ihre Frage oben nicht gelesen, Verzeihung. Wer wird in Zukunft arbeiten dürfen oder müssen? Welche Rolle spielen? Genau, die Frage von Arbeit ist die Frage zu sagen, die Frage von Arbeit ist schlicht und einfach, unser Begriff von Arbeit, den wir heute haben, der kommt ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert. Das ist ein sehr junges Phänomen. Eine der großen Fragestellungen ist zu sagen, was wir heute, oder anders formulieren, was wir heute nicht als Arbeit bezeichnen, ist beispielsweise Pflegedienst an den eigenen Eltern. Was wir heute nicht als Arbeit bezeichnen, ist Hausarbeit. All diese Dinge, also die Fragestellung, was ist eigentlich Arbeit, hängt heute sehr damit zusammen, zu sagen, Arbeit ist das, was Erwerbsarbeit ist. Also es gibt da gewisse Art und Weise, und das ist sicher ein interessantes Thema für eine nächste Vorlesung, ist zu sagen, was verstehen wir eigentlich unter Arbeit? Wie kommen wir zu unserem Arbeitsbegriff? Und auch das zieht sich durch die letzten drei industriellen Revolutionen hindurch. Und was könnte eigentlich ein ansprechender Arbeitsbegriff sein für die vierte industrielle Revolution? Mittlerweile ist das Thema Schutz der Umwelt ein richtiges Thema. Wie viele Technologien sind nicht hier, zum Beispiel CO2-Ausstoß und Ähnliches? Was sagen Sie, welche Technologien werden in Zukunft überhaupt nehmen? Elektroauto oder Wasserstofftechnologie? Unterschiedlich, nochmal. Auf welchen Technologien werden wir nutzen, um mobil zu sein? Vor allem werden wir ein Potpourri an unterschiedlichen Technologien nutzen. Wir werden uns da nicht festlegen auf eine gewisse Technologie und wir werden auch wahrscheinlich dem Auto aller Voraussicht nach eine ganz andere Bedeutung zumessen, als es heute der Fall ist. Wir werden viel, viel mehr, und denken Sie an die großen Player im 21. Jahrhundert, beispielsweise China. China errichtet mehr oder weniger gegenwärtig eine Infrastruktur zwischen ihren eigenen Zentren, die stark an das 19. Jahrhundert erinnert. Warum? Die chinesische Infrastruktur beispielsweise zwischen Shanghai und Peking basiert ja vor allem auf der Nutzung des Zugs. Das hat zwei Vorteile. Nicht nur, dass es ökonomischer ist und nicht nur, dass es ökologischer ist. Sie können aber vor allem mit dem Zug viel, viel mehr Personen transportieren als mit dem Flieger. In Indien wiederum haben sie genau das Problem, dass diese Form von Infrastruktur nicht gebaut wurde. Für meine eigenen Erfahrungen von Indien, Sie fliegen von Indien, von Hyderabad beispielsweise nach Delhi, also von der viertgrößte in die größte Stadt, in mehr oder weniger Jumbo-Jet-Maschinen mit in halbstündlichen Takt mit Neunersitz rein. Das wird sich aber nicht machen lassen, weder organisatorisch noch finanziell. Also die Zukunft
ist in einer Potpourri aus bewährten Technologien, neuen Technologien und in diesem Zusammenhang der Fragestellung, was ist eigentlich Auto und was ist Individualbesitz von Auto. Also all das, nochmal, wir dürfen diese Dinge unter ganz anderen Prinzipien denken, als wir sie bisher erfahren haben. Die große Frage ist, wie wir soziale Systeme ändern, unter anderem Mobilität. Und bei Mobilität wird der entscheidende Faktor sein, zu sagen, wie kriegen wir in all diese Systeme vor allem Komfort hinein und Leistbarkeit. Welche Berufe nach sind in den kommenden Jahren vom Aussterben bedroht und welche sind stark im Kommen? Folgendes. Es gibt vom Economist und auch vom US Labor, von der US Labor Statistik, die Erhebung, dass bereits, und hier spreche ich von bereits gemachten Erfahrungen, in der US-amerikanischen Industriesektor zwischen 1980 und 2010 praktisch 50% der damals vorhandenen Stellen abgebaut wurden. Das bedeutet, der US-amerikanische Industriesektor beschäftigt sich schon heute nur noch die Hälfte an Leuten, wie es das im Jahr 1980 der Fall war. Das Interessante dabei ist, dass sich der Output des industriellen Sektors in den Vereinigten Staaten über denselben Zeitraum hingegen verdoppelt hat. Was nun bedeutet, dass ein Arbeiter und eine Arbeiterin in den Industrieberufen schlicht und einfach das Vierfache an Output erwirkt, was 1980 der Fall war. Also in einem Faktor dividieren Sie durch 2, den anderen multiplizieren Sie durch 2, dann sind Sie beim Faktor 4. Welche Berufe werden vergehen? Und das ist das Interessante, ist zu sagen, das hat viel damit zu tun, wie weit wir tatsächlich vorankommen mit der Frage künstlicher Intelligenz. Also, diesbezüglich gibt es alles an Einschätzungen. Es gibt die Einschätzung, die sagt, künstliche Intelligenz wird jede kognitive Tätigkeit automatisieren und damit wird der Dienstleistungsindustrie genau das passieren, was eigentlich auch mit dem industriellen Sektor passiert ist. Und zwar radikal umgebaut und radikal auf menschliche Arbeitskraft verzichten. Die anderen sagen, es wird viel, viel mehr darum gehen, ein kooperatives Verhältnis zwischen Technologie und Menschen aufzubauen. Zwei Beispiele dafür. Ein Arzt, der Big Data Analytics nutzen kann in Form von IBM Watson, indem er Karzinome beispielsweise frühzeitig erkennen kann und damit Krebs viel besser diagnostizieren, hat ein instrumentelles Verhältnis und einen guten Nutzen von Technologie. Ein zweites Verhältnis diesbezüglich, das immer wieder angeführt wird, ist Carlsen, der Magnus Carlsen, der heute der ehemalige Schachweltmeister ist, gerade entthront worden. Aber der Punkt ist daran, er gilt als der beste Schachspieler deshalb, weil er der erste ist, der eigentlich von einem Computer Schachspielen gelernt hat. Das bedeutet, es geht um die Fähigkeit zu sagen, wie wollen wir Technologie nutzen? Und vor allem bringen wir ein instrumentelles Verhältnis hin mit Technologie. Das sind aber, und darauf nochmal zurückzukommen, weil es am Anfang aus guten Gründen erwähnt wurde. Jeder technologische Fortschritt ist nicht implizit politischer und sozialer Fortschritt. Das eine bedingt nicht automatisch das andere. Darin haben ja die Marxisten so extrem geirrt. Sie sagen, ach, wir erheben die Produktion und wenn wir die Produktion erheben, dann gehen wir automatisch in das Reich der Freiheit hinein. Und das hat sich als ein Fatalismus erwiesen. Viel, viel mehr ist es so zu denken. Technologischer und ökonomischer Fortschritt muss auch als politischer Fortschritt umgedeutet und uminterpretiert werden. Und das verlangt Arbeit, und zwar gesellschaftliche Arbeit. Und dasselbe gilt für den sozialen Fortschritt. Unter all diesen Bedingungen, Sie sehen, wir haben einen Sozialstaat gebaut auf der Logik dessen und auf der Kapitalisierung und Besteuerung von Lohnarbeit und Erwerbskommenarbeit und manueller Arbeitskraft. Und nun gehen wir in ein Zeitalter, wo sich diese Dinge komplett verschieben. Das große Defizit der europäischen Sozialstaaten ist ihr Fokus auf die Erwerbsarbeit. Und sie lässt dabei den technologischen Faktor vollkommen unberücksichtigt. Und das sind die großen Schwierigkeiten, weil in diesem Zusammenhang wir dann viel darüber nachdenken werden, wie denn eigentlich Arbeit, Jobs und Verschiedenes im 21. Jahrhundert aussehen wird. Thema Finance. Warum schaltet die Elektrisierung der Währung Stichwort E-Euro nicht voran? Warum muss Facebook mit einer Libra kommen, um das Denken anzustoßen? Na, Facebook ist da eine ganz eigene Kategorie. Facebook kommt deswegen mit einer Libra, weil Facebook eigentlich alle nationalen Gesetze ignoriert. Facebook sieht sich als eigene Einheit. Und das ist ja auch die Gefahr an Facebook. Das ist, was ich an Facebook unter anderem so enorm kritisiere. Facebook gründet nicht nur gerade seine eigene Währung, Facebook gründet gerade seine eigene Gerichtsbarkeit. Und entzieht sich damit der Rechtsprechung auf eine gewisse Art und Weise, die uns alle kollektiv bindet, weil sie an unsere gemeinsamen Gesetze das Handeln bindet. Das Problem an all diesen Dingen ist, noch einmal diesbezüglich zu sagen, alles, was wir an technologischen Fortschritt erwirken, all das muss im politischen Fortschritt übersetzt werden durch andere Aktivitäten, und zwar zivilgesellschaftliche Aktivitäten. Also, Technologie nicht impliziter, nicht notwendiger und nicht konsequenterweise immer
politischer Fortschritt, das müssen wir einzeln erkämpfen. Und dann kommt ein zweites hinzu. Als überzeugter Demokrat müssen wir verstehen, dass demokratische Entscheidungsfindung nun mal Zeit braucht. Und zwar längere Zeit, als es oft in technologischen Innovationsabläufen der Fall ist. Aber das hat damit was zu tun, dass die Reflexionsrahmen, die wir brauchen, um Technologie zu denken, zu regulieren, darüber zu entscheiden, wohin sie sich entwickeln soll, die müssen wir uns einfach zugestehen. Das ist die Ungleichzeitigkeit, aber aus guten Gründen die Ungleichzeitigkeit. Und das ist der Demokratie nicht zum Vorwurf zu machen. Die Mechanik, sie braucht Zeit. Sie braucht Langsamkeit. Und diese Langsamkeit müssen wir uns auch zugestehen im Rahmen eines eigenen Reflexionsrahmens. In der Politik, in Unternehmen, in der Familie, als Bürger und Bürgerinnen. Zeit und Solidarität, richtig. Haben Sie das Gefühl, dass wir dafür über die eigenen Politiker und Visionäre verfügen? Ich habe das Gefühl, dass wir sie gegenwärtig unter anderem hier ausbilden. Das würde ich dazu sagen. Das ist irgendwie komisch. So. Gut, vielleicht als letzte Frage. Wie entwickelt sich die soziale Marktwirtschaft in der vierten Revolution? Social Entrepreneurship, Corporate Citizenship, was meinen Sie? Das Interessante ist, wenn Sie sich Arbeitsmarktstatistiken aus den Vereinigten Staaten von Amerika ansehen, dann die meisten, die Berufe, die gegenwärtig entstehen, ist im Endeffekt im NGO-Sektor. Und der NGO-Sektor ist ja nichts anderes als die Theorie, zu sagen, ich habe eigentlich eine Geschäftsidee und ich habe eine Idee, warum ich eine Organisation oder ein Unternehmen gründe, aber mir fehlt das Businessmodell dazu. Auf eine gewisse Art und Weise gibt es in dieser Gesellschaft so vieles gegenwärtig zu tun, wie selten davor der Fall. Und das ist auch die Frage, wird uns die Arbeit ausgehen? Uns wird möglicherweise diese Form von strukturierter Erwerbsarbeit ausgehen oder anders uns anders begegnen als bisher der Fall. Was uns definitiv nicht ausgehen wird, ist die Arbeit. Ich kann mir kein Zeitalter vorstellen, wo es mehr Arbeit gäbe als das heutige. Es ist so viel zu tun in so vielerlei Hinsicht. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, gibt es für all das ein Business Model? Wenn es kein Business Model gibt, wie schaffen wir ein Business Modell? Und wenn wir kein Business Modell schaffen, gibt es da andere Formen von materieller Grundsicherung, durch bedingungslose Grundeinkommen beispielsweise, die uns erlauben würden, genau diese Tätigkeiten, die wir offensichtlich brauchen, die wir offensichtlich erdenken, die Menschen durch Aktivität offensichtlich denken werden, im Rahmen der vierten industriellen Revolution tatsächlich zu realisieren. Und das ist eine ganz große Aufgabe. Und das ist die entscheidende Aufgabe, der wir uns stellen und an der wir denken. Gesellschaftliche Arbeit, die jetzt noch nicht sehr bedarf. Also, die Sabine Wenninger-Bodlak hat eine begründete Befürchtung zu sagen, das wird doch niemals gut ausgehen. Zu sagen, naja, man muss dazu eines sagen, auch die erste, die zweite industrielle Revolution waren im Endeffekt unter enormen Geburtswehen entstanden. Wir lesen das nur viel zu wenig. Das waren keine buchlosen Prozesse. Das waren Prozesse von enormer gesellschaftlicher Explosionskraft. Es waren dann aber progressive, gestalterische Kräfte in Politik, im Unternehmertum, in der Arbeiterschaft, in der Zivilgesellschaft, die dafür gesorgt haben, dass wir diese Konflikte haben miteinander A moderiert, B verpolitisiert und C auch in Unternehmen mehr oder weniger miteinander zum Ausgleich gekommen sind. Keiner dieser industriellen Revolutionen, und seien Sie sich dessen bewusst, Sie leben in einem Zeitalter eines gravierenden Umbruchs. Und Sie merken das vermutlich. Sie merken das emotional, Sie merken das intellektuell, Sie merken das psychologisch, Sie merken das in Ihren Freundesverbänden, in Ihren Familienverbänden, in den Geschichten, die man erzählt. Das ist ein prekäres Zeitalter, in dem wir momentan drinstecken. Was aber insofern offen ist, ist, wohin dieses Zeitalter sich entwickeln wird. Und wir stehen da irgendwie an einem Kipppunkt und wir merken es. Wir merken es deshalb, weil wir auch in diesem Bewusstsein erzogen worden sind, dass wir freie Individuen sind und ich hänge dieser Idee tatsächlich tief an. Autonomie. Aber wir sehen, wie wir diese Vorstellung von Autonomie momentan nicht übersetzen können in gesellschaftliche Strukturen. Viel zu wenig in Politik, aber viel zu wenig auch in manchen Unternehmen. Wir laufen mit unseren Ideen viel zu oft an. Das bedeutet, was wir eigentlich, worüber wir nachdenken müssen, und das ist, was Roberto Unger sagt, Imagination. Wir gehen jetzt zum ersten Mal in ein Zeitalter, wo wir einer begrenzten Ressource begegnen, die wir davor noch nie begegnet sind. Und ich möchte mit diesem Gedanken schließen. Bisher haben sich alle menschlichen Bedürfnisse mehr oder weniger darin erschöpft, dass nicht genug Möglichkeiten da waren, alle zu bedienen. Jetzt sind wir plötzlich, kommen wir zu einem Punkt, wo es durchaus möglich sein wird, Bedürfnisse universell zu befriedigen auf Basis technologischen Fortschritts.
Das Einzige an die Grenze, an die wir jetzt stoßen, ist die Grenze unserer eigenen Imagination. Und wir stellen zum ersten Mal fest, dass die entscheidende Ressource unser eigener Kopf und unser eigenes Vorstellungsvermögen ist. In dem Sinne, was bedeutet Bildung, was bedeutet der MBA, den Sie machen und warum sitzen Sie hier? Es geht um die Fähigkeit bei Ihnen selbst, genau diesen Verstand auszubilden, nicht nur eine andere Zukunft zu imaginieren, sondern genau diese Zukunft durch Tätigen und durch tätigen Prozess. Und nochmal, das ist nicht von heute auf morgen, das ist wirkliche Arbeit. Und Arbeit heißt, sie ist inkrementell, sie ist Schritt für Schritt für Schritt. Das war die erste industrielle, die zweite industrielle, die dritte und es wird vor allem die vierte industrielle Revolution sein. Es ist also die Frage unserer Imagination, unserer menschlichen Fähigkeiten, unseres bürgerlichen Engagements und unserer unternehmerischen und arbeitnehmerischen Tätigkeit, genau dahin zu führen in eine Zukunft, die wir uns selbst imaginieren und dann realisieren. Die Zukunft ist der einzige Ort, der faktisch gestaltbar ist. Das unterscheidet sie von Gegenwart und Vergangenheit. Und genau deswegen debattieren wir hier auch diese Frage und genau deswegen halte ich es für essentiell, dass wir ein Bewusstsein davon bekommen, dass diese Dinge A, nicht nur gestaltbar sind, sondern genau auch durch sie gestaltet werden müssen, im Rahmen ihrer intellektuellen Fähigkeiten. Und das ist ja die Veranlassung, oder das sollte die Veranlassung sein, warum Sie sich ursprünglich für diesen MBA haben entschieden. In dem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden, wünsche einen wunderbaren Abend. Ich gebe Ihnen noch eine letzte Folie. Wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie diese Fragen A, gerne an meinen Kollegen Manuel Fink. Wir treten auch gerne in einen Briefwechsel. Wir können auch gerne mal telefonisch miteinander sprechen. Und diesbezüglich lassen Sie uns dieses Gespräch fortführen. Denken Sie diesbezüglich auch diese Perspektive in Ihren eigenen MBA hinein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat zu Ertrag geführt. Ich lasse den Chat noch offen, damit Sie sich auch untereinander vernetzen können. Aber ich verabschiede mich aus Wien und wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Abend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen Ideen mitgegeben. Vielen Dank.